Nachdem wir jetzt das Gefängnis hinter uns gebracht haben, werden wir uns mal in Richtung Janitor begeben. Denn Roger hat eine kleine Überraschung für uns bereitgehalten und die werden wir uns natürlich auch sehr, sehr gerne anschauen. So, ich werde euch dann auch gleich mal ein ganz kleines Easter Egg zeigen. Nennen wir es Easter Egg? Es ist doch, es sollte ein Easter Egg sein. Das Ganze ist, ja, es ist ein Hinweis auf den DLC auf jeden Fall. Es geht nämlich hier um das Runaway Kit. Und das werden wir uns gleich mal anschauen. Und dann habe ich auch gleich noch eine kleine Theorie für euch, die ihr euch sehr, sehr gerne anhören solltet. Und normalerweise ist hier ein Nom, der ist jetzt nicht da, weil ich habe den schon. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht da ist, aber ist okay. Rechte Seite ist das Runaway Kid, linke Seite ist auch irgendein Kind, keine Ahnung, was das für ein Kind ist. Dann haben wir hier einmal die Noms, die am Arbeiten sind. Was haben wir da noch? Da haben wir auf der linken Seite den Twin-Koch, einen der beiden. Und dann haben wir hier das Hauptquartier der Lady. Und ihr hört schon im Hintergrund so ein bisschen ihr Gesumme. Und wir gehen mal ins nächste Bild. Und da hören wir es genauer. Ich bin ein bisschen der Meinung, dass genau dieses Summen ein ganz starker Hinweis ist darauf, dass Six das sein könnte, die Lady. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist ja schon ein sehr, sehr komischer Faktor, dass man dieses Summen bei ihr auch hört. Woher sollte sie das denn sonst wissen? Vielleicht hat sie Kontakt zu Mono, zum Sinman. Könnte natürlich auch sein. Aber ich vermute eher, dass es Six selber ist. In erwachsener Form. Weil wir haben ja gesehen, wenn ihr Little Nightmares 2 gespielt habt, falls natürlich nicht, wir werden das noch machen. Da haben wir nämlich gesehen, dass Mono erwachsen wird. Nachdem wir ihn fallen lassen haben. Ganz toll eigentlich. Wir haben sein Vertrauen missbraucht. Six, würdest du bitte da hochspringen? Ich möchte nämlich einen kleinen Speedrun-Trick zeigen. Wenn wir hier rüberspringen und uns hier festhalten, können wir nämlich ein bisschen was überspringen. Das geht ein bisschen schneller. Falls ihr Speedrunner seid, gebt dem Spiel mal einen kleinen Shot. Das ist richtig, richtig cool. So. Weil normalerweise müsst ihr den Dings hier herziehen, diesen Koffer. Dann müsst ihr das runter machen, dann müsst ihr hochklettern und, und. Es ist natürlich ein bisschen schneller, wenn man das so macht, ne? Also, was ich nicht so cool finde bei Little Nightmares 1, da bin ich auch sehr, sehr ehrlich, ist, dass man diese Schlüssel tragen muss. Das hat man ja in Little Nightmares 2 dann weggenommen und man konnte die dann einstecken. Fand ich auch sehr, sehr cool. Ich finde allgemein, Little Nightmares 2 hat so einen ganz, 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 ganz tollen Vibe versprüht. Aber Little Nightmares 1 hat auch, ne? Das, was man hier bekommen hat, ist halt total toll. Einziges Spiel, was ich halt noch nachholen muss, ist halt Little Nightmares, Very Little Nightmares. Aber das werden wir demnächst noch machen. Ich weiß, dass es das Ganze nur für Dings gibt, also für, wie heißt es denn, für Mobile. Aber ich denke, wir haben da die ein oder andere Möglichkeit, uns das mal ein bisschen genauer auch anzuschauen. Auch über Mobile, sagen wir es mal so. Da werden wir vielleicht ein kleines Fast-Let's Play draus machen, so 2, 3 Folgen oder sowas. Ich denke, das sollte ganz gut sein. Ich finde eigentlich, dass es auch ganz gut passt, gerade weil es halt auch das Thema ist mit der Lore und sowas. Und da kriegt unsere Six auch schon wieder Hunger. Wir werden gleich das etwas sehr, naja, ich sag mal noch nicht eklig sehen, weil so eklig ist es eigentlich noch gar nicht. Ich denke mal eher, dass es ein normales Stück Fleisch ist, aber es sieht halt schon sehr räudig aus. Eklig wird es halt dann erst in Kapitel, ich glaube Kapitel 3, Anfang Kapitel 3. Und nochmal in Kapitel 4, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wie gesagt, es gibt hier so kleine Dinge, wo man so drüber springen kann eigentlich. Dann überspringt man diese Szenen eigentlich, aber ich weiß gerade nicht genau, an welcher Stelle das war. Das triggert halt. Ihr seid halt super langsam dadurch. Und ja, nennt man eigentlich Hunger Skips, die man machen kann, aber die sind halt mit Tastatur viel, viel einfacher. Wir spielen das Ganze heute wieder mit Controller. Ganz klare Sache, weil es ist halt entspannter, ist schöner. Ich weiß nicht, was nehmt ihr lieber zum Spielen? Nehmt ihr lieber so Controller oder sagt ihr eher so, nee, ich bin so ein Maus-Tastatur-Kind? Bei mir kommt das immer ganz aufs Spiel drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel Little Nightmares spiele, dann spiele ich sehr, sehr gerne mit meinem 8-Bit Do Pro 2 Controller. Wenn ich natürlich sowas wie, keine Ahnung, Dead by Daylight spiele oder so, dann spiele ich da halt nicht mit Controller, ne? Das ist halt für mich, keine Ahnung, das ist ein Tastaturspiel für mich halt.
finde das irgendwie angenehmer. So, und da haben wir auch schon sein Händchen gesehen. Und da sehen wir ihn schon wieder. Da ist er. Man sieht ihn halt nicht richtig, aber er zieht auf jeden Fall erstmal dieses Kind weg. Weiß nicht, was die Kinder gemacht haben, dass sie da eingesperrt wurden. Vielleicht, weil sie einfach wegrennen wollten. Aber wir wissen ja, dass die Kinder mit den Köchen zusammenarbeiten. Also Essen kochen und sowas. Was ich sehr, sehr interessant finde, weil es ist schon sehr cool, dass einfach die Kids Essen kochen für die Gäste. Was natürlich dann in... Ich werde das in Kapitel 3 nochmal ein bisschen genauer anschneiden. Und dann werde ich da ein bisschen mehr zu erzählen, weil jetzt ist erstmal der Janitor dran. Der ist nämlich auf die Moor gekommen, um ein neues Leben anzufangen. Der wurde aber durch die Radiowellen und durch die Radiosendung von Mono, beziehungsweise vom Sinman, sehr hart verstrahlt, was man eigentlich ganz gut sieht an allen. Alle haben das so ein bisschen hinter sich gebracht, diese Verstrahlung, sagen wir es mal so. Und einmal bitte da durch. Das Ding ist halt, dass man das ganz gut sieht, sobald wir dann den Fernseher sehen, aber den werden wir erst ein bisschen später sehen. Aber er hört uns auch nicht mehr. Also er hört uns nicht mehr. Na klar, genau, er sieht uns nicht mehr, er hört uns nur noch. Wenn jemand von euch eine Guillotine braucht, ich hätte hier eine zur Verfügung. Ist ein bisschen räudig, das Ding, aber ist egal. Es macht seinen Job, denke ich. So, dann wollen wir mal schauen. Also, wir müssen ja jetzt erstmal an ihm vorbeikommen. Ihr seht ihn jetzt das erste Mal. Wir versuchen auch erstmal kurz hier stehen zu bleiben. Er macht hier nämlich ein bisschen was klar gerade, ich weiß gar nicht. Ah, wir können uns das mal genauer angucken, kurz, was er da macht. Ah, ist sie tot? Er wickelt sie auf jeden Fall ein. Lol, das habe ich mir noch nie angeguckt, um ehrlich zu sein. Er wickelt das Kind einfach ein. Aber sehr genau, oder? Und guckt mal, er ist auch gar nicht so groß, ne? Er ist irgendwie voll klein. Aber gut, dafür hat er die längsten Arme, die es gibt so, ne? So. Wir springen hier mal ganz kurz durch. Das geht nämlich schneller, weil dann brauchen wir uns nämlich keine Gedanken machen, dass er gleich hier reingelaufen kommt. Ist nämlich sehr, sehr stressig, wenn er hier reingelatscht kommt. Und könnte halt einfach dazu führen, dass ich sterbe. Und das wollen wir ja nicht unbedingt. So, das reicht auch schon zum Öffnen. Und rein da. Ja, wir springen gerne in irgendwelche Luken. Ich weiß auch nicht, warum muss es eigentlich immer, wirklich immer, in jedem Horrorspiel, was ich gespielt habe bis jetzt, haben wir das Problem, dass es Lüftungsschächte sind. Lüftungsschächte hier, Lüftungsschächte da. Das ist wie bei Five Nights at Freddy's, überall Lüftungsschächte. Es ist so stressig. Oder in Poppy Playtime, Lüftungsschächte. Warum? Warum sind es überall Lüftungsschächte? Ich verstehe es einfach nicht. Ist das so ein Horror-Ding? Das ist halt echt sehr, sehr komisch, ne? Oh, Six, du bist jetzt aber echt nicht so weit gesprungen. Und wir laufen durch ein Meer voller Schuhe. Braucht jemand Schuhe? Falls ja, dann könnt ihr euch hier welche abholen. Denn ich glaube nicht, dass diese noch gebraucht werden. Nebenbei sind das Schuhe von den Gästen, wenn man da mal genau hinschaut. Ist schon sehr, sehr interessant. Okay, wir müssen jetzt darauf achten, dass wir keine Ausdauer verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt und los. Weil hier ist er nämlich. Unser wundervoller Roger. Ich zeige euch auch gleich einen Trick, wie ihr nicht unbedingt euch verstecken müsst, sondern wo ihr halt einfach dasteht und kurz warten müsst. Weil normalerweise geht er ja hier hinten links, also dahinter rein, aber ihr könnt euch auch einfach hier so in die Ecke stellen. Das sollte auch ganz okay sein und sollte passen. Also, so schlimm ist das jetzt nicht. Dann warten wir halt kurz, bis er den Fahrstuhl da anmacht. Er sucht uns natürlich trotzdem, aber wir haben ja die Noms noch, was ganz, ganz wichtig ist, denn die helfen uns ja größtenteils. Natürlich sind die anfangs sehr schüchtern, sag ich mal, und die wollen halt auch gar nicht so mit uns kommunizieren, bis wir denen dann zeigen so, hey, wir sind freundlich, wir sind friedlich, wir tun euch nichts. Finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool und sein Gebiss sieht halt einfach total krass aus. So, dann wollen wir mal direkt hinterher gehen. Weil er ist oder so jetzt weg. Es gibt auch einen Trick, dass man das hier schneller runter macht. Keine Ahnung wie, aber es geht irgendwie. So, dann wollen wir uns mal kurz hier noch umschauen. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Nee, da haben wir nichts. Kann der Affe bitte aufhören zu klatschen? Wo der Nom ist, ich habe keine Ahnung. Wenn irgendeiner von euch weiß, wo der ist,
Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, aber ich habe diesen Nom noch nie in meinem Leben gefunden. Noch nicht, nicht einmal. Ich habe 63 Stunden Spielzeit allgemein nur in diesem Spiel. Ich hab ihn einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht wieso. Ich verstehe nicht, wo er ist. So, da haben wir... Wir haben ja auch mehrere Bilder aus Little Nightmares 2 hier drin, ne? Nur mal so, für euch. Gibt's ja auch einiges. Wir müssen den jetzt aber mal hierher locken, weil... Das ist etwas schwierig sonst. An dem da vorbeizuspringen. So. Dann wollen wir mal gucken. Wie gesagt, wenn ihr euch das Timeline-Video noch nicht angeschaut habt, dann tut das gerne. Es ist in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Und der erste Teil, beziehungsweise der erste Part zu Little Nightmares, ist natürlich auch verlinkt. So. Dann wollen wir mal schnell hier reingucken. Wir machen mal Feuerzeug an. Ich weiß immer noch nicht, warum hat Six ein Feuerzeug und Mono bekommt einfach eine Taschenlampe? Man hört immer so ein bisschen im Hintergrund auch diese, diese Augen, die einen versteinern können. Finde ich auch sehr, sehr witzig, dass man das immer so ein bisschen hört. Aber besser, wie wenn man sie nicht hört. Die sind auch super stressig. Wenn man da nicht genau drauf achtet, ist es halt echt nervig. Wenn der Schuh jetzt richtig fällt, können wir... Oh ja, der fällt direkt richtig, das ist schön. Den können wir nämlich direkt mitnehmen und können das mal etwas beschleunigen hier. Der Schuh fällt meistens dahin. Es ist aber nicht immer zu 100% sicher, dass er dahin fällt. Also es kann auch manchmal sein, dass es ein bisschen random passiert, was auch sehr, sehr blöd ist natürlich. Aber ist halt nun mal so, ne? So, dann wollen wir mal schnell hier hochklettern. Dieses Piano da oben, das ist halt schon sehr, sehr gefährlich. Stellt euch vor, das wäre auf Six gefallen und dann wäre Six einfach Matsch. Das wäre nicht so cool gewesen. So, dann machen wir mal hier unsere Kerze an. Springen wir mal rüber. Theoretisch könnten wir auch jetzt einfach links an ihm vorbeirennen. Würde wahrscheinlich sogar die beste Möglichkeit sein. Aber ich bekomme das meistens sehr, sehr schlecht hin, weil ich halt auch schon lange nicht mehr gespeedrunnt habe. Deswegen warten wir kurz, bis er weg ist. So. Beziehungsweise wir laufen ihm langsam hinterher. Er hört uns ja so oder so nicht, da hier Teppich ist, also passt das eigentlich. Und jetzt kommen wir gleich zum Thema Fernseher, also Fernsehshows und sowas. Es ist halt Monos Ding, ne? Es ist halt einfach Monos Ding. Ja, da würde ich eigentlich gerne die Kerze anbrennen, aber es geht nicht, weil... Okay, er greift jetzt aber noch nicht hier durch. Es ist ja die einzige Kerze, die ich glaube ich... Doch, ich hatte die schon mal, ich bin mir gar nicht so sicher. So, dann wollen wir mal kurz hier reingehen in unserem wundervollen kleinen Miniraum. Wir packen uns das hier, also die Kurbel, die wir uns direkt erstmal hier vorne hinlegen, weil es macht am meisten Sinn. Und dann machen wir mal den Fernseher an. Fernsehshows. Ja, sie verdummen uns alle. Bam, bam, hier kommt Veronica. Feier ich. Ich liebe dieses Lied einfach, keine Ahnung warum. So, einfach durchrennen. Das sollte eigentlich passen jetzt. Jetzt sollte er uns nicht bekommen, außer er rennt jetzt direkt durch. Was ich aber nicht vermute. Weil er sollte uns eigentlich nicht mehr hören jetzt. Wenn er das jetzt schafft, dann weiß ich nicht weiter. Ne, er hat auf. Er hat uns gar nicht mitbekommen jetzt. So, jetzt aber. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig rüberkomme. Yes, genau. So. Ja, die kleinen Rätsel hier in Little Nightmares finde ich halt auch schon sehr, sehr cool. Ist jetzt nichts Schweres oder sowas und nichts übertrieben Schlimmes. Aber die sind schon sehr, sehr cool gemacht. So, dann wollen wir mal schauen. Das ist auch mal so eine ganz beschissene Stelle hier, weil das so dunkel ist. Und ich mag ja so dunkle Stellen gar nicht. Weil das nämlich auch für euch ziemlich blöd ist. Aber wir können es gerade nicht ändern. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. So, einmal hier rüber. Six hätte auch fast... Hier würde Six eigentlich sterben, wenn sie sich nicht einfach festhält, ne? Da müssen wir einfach so genau drauf achten, dass ich da jetzt nicht doof vorbeispringe. Beziehungsweise nicht doof loslasse. Ist mir so oft schon passiert in dem Spiel, ne? Wie oft mir das passiert ist, dass ich hier so dämlich runtergefallen bin. Richtig random. So. Dann sind wir ja fast... Fertig hier mit dem Kapitel. Sind wir ja fast durch. Aber wir hören den Luftzug. Oh, nicht gut. So, ich
zünd das mal an. Da sind nämlich kleine Checkpoints, by the way. So, ihr habt gesehen, da sind schon Ratten. Wir laufen einmal an der Schönhand vorbei. Und der Janitor wird gleich der erste Bossfight sein, den wir haben. So, es gibt natürlich auch einen Trick, dass man das schneller machen kann. Aber probier das mal, wenn du Ewigkeiten nicht gespeedrunnt hast. Dann kannst du nämlich den ersten, also diesen ersten Bolzen da direkt wegziehen. Und dann geht das auch. Oh, der war knapp. Jetzt habe ich schon gedacht, ich sterbe. Das wäre natürlich nicht so geil gewesen, ne? Aber wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin. Habt ihr eigentlich einen Lieblings-Little Nightmares-Teil? Wow. For real? Ich sag noch, wir bekommen das hin. Und was mache ich? Ich laufe ihn einfach direkt an den Arm. Ganz tolle Sache. Sehr, sehr toll. Lieben wir. Wir können aber erstmal das hier nehmen, oder? Ist es nicht eigentlich egal? Ja, ist es. So. Das war richtig, richtig, richtig dumm. Richtig dumm, was ich da gerade gemacht habe. Aber schön, dass sie direkt hier drin ist, spawnen. Okay, ich mach's halt einfach zweimal hintereinander. Ist okay. Ist okay. Ja, ihr seht. Eine Berührung an den Janitor und ihr seid instant weg. Ihr habt ja gar keine großartige Chance, was zu machen. So. Wir nehmen jetzt doch hier das rechte Teil. Machen das weg. So. Na komm. Mach die Händchen vor. Mach die Händchen vor. Genau. Und jetzt lässt du mich bitte an dir vorbei und dann werden wir eins machen, was dir sehr wehtun wird, aber uns egal sein wird. Denn du wolltest uns fangen und wolltest uns einpacken? Oder sowas in der Art? Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber irgendwas hat er auf jeden Fall mit uns vor. Und somit haben wir auch Kapitel 2 hinter uns gebracht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an Kapitel 2. Ihr habt ein bisschen was erfahren über Roger. Falls ihr irgendwie, wie gesagt, ein bisschen mehr drüber über Little Nightmares erfahren wollt, schaut euch sehr, sehr gerne mein Video dazu an. Das ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oder ich verlinke es euch einfach jetzt oben rechts hier irgendwo, damit ihr das auch seht und euch anschauen könnt. Es ist sehr, sehr interessant geworden. Eine super Timeline, die ich da zusammengestellt habe. Und ansonsten könnt ihr auch sehr, sehr gerne am Dienstag, Donnerstag und am Samstag meinem Twitch-Stream folgen, beziehungsweise mal vorbeischauen. Wir sind ja nämlich regelmäßig live ab 18 Uhr, spielen Indie-Horror-Games, allgemeinen Horror-Games und natürlich auch anderes Zeug. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.